Uns würde jetzt interessieren, Herr Dr. Griebel, was war eigentlich für Sie persönlich das wichtigste Thema? Also für mich am wichtigsten ist die Entwicklung am Klinikum Augsburg. Das ist auch das, was mich am meisten berührt. Ich weiß noch sehr gut, wie verzweifelt wir alle waren in 2008, als wir nicht mehr wussten, ob es vor oder zurückgeht. Und jetzt haben wir nicht nur diese nüchternen Feststellungen, dass das Haus in schwarzen Zahlen ist und dass wir Unterstützung vom Freistaat Bayern bekommen, sondern wir sehen vor Ort, dass es vorangeht. Wir sind mit der Generalsanierung zugange. Wir haben den Rettungshubschrauber jetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Dach, Mutter-Kind-Zentrum. Die modernste Einrichtung überhaupt, da können wir uns bundesweit sehen lassen damit. Wir haben das Kinderkrebszentrum dort nicht nur gesichert, sondern auch weiter auch für die Zukunft ausgebaut. Und wenn ich sagen kann, für rund 2 Millionen Menschen, die von dieser Maximalversorgung am Klinikum abgedeckt sind und versorgt sind, ihr seid gut aufgehoben, wenn ihr krank seid oder wenn ein Unfall passiert, dann ist das schon etwas, was mich als Oberbürgermeister auch bewegt. Und zu wissen, dass das für die gesamte Stadt gilt, auch mit den anderen Krankenhäusern, in die überall investiert worden ist, dann gibt es schon ein gutes Gefühl. Jeder hat zum Jahreswechsel ja einen Wunsch frei. Was ist denn Ihr Wunsch für 2014? Also ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, diesen Spirit, den wir jetzt überall in der Stadt spüren mit Projekt Augsburg City, diese Aufbruchstimmung, diesen ersten Liga-Spirit, den wir nicht nur im Fußball haben, dass wir den für uns bewahren und gleichzeitig aber auch forttragen, damit wir eine noch selbstbewusstere Stadt werden. Und ich glaube, dass wir das auch schaffen können.